So. Ich habe zu Hinti schon gesagt, wenn du jetzt anfängst, Tore zu schießen, ja, dann wird's kritisch. Du bist in Berlin aufgewachsen, du überlebst keine 3 Stunden in der Wildnis. Der sieht so schick aus und ich komme hier in Eintracht. Ja, was ist los? Ich weiß nicht, dass die hässlich wären, aber... Wie geht's? Gut, und selbst? Ja, auch gut. Ich habe zu Hinti schon gesagt, wenn du jetzt anfängst, Tore zu schießen, ja, dann wird's kritisch. Ja, das Problem ist, dass ich halt nur international Tore schieße. Jetzt muss ich noch in der Bundesliga treffen. Aber da hast du mir, glaube ich, auch schon eins voraus, oder? Ja, wird schon klappen. Und 5 Minuten später diese Ecke an allen vorbei. Und im Hintergrund Tremmel, der zieht ab und das Ding schlägt ein. 2-0. Okay, ich komme jetzt auch mal ins Bild. Hi, ich bin Alina. Hi, Christopher. Sehr cool, dass ihr beide Zeit habt heute und an der Challenge teilnimmt. Ihr wisst wahrscheinlich beide noch nicht ganz, was auf euch zukommt. Also in diesem Sinne erstmal eine Begrüßung an euch beide zur Challenge zwischen Eintracht Frankfurt und Union Berlin. Wir haben nämlich 3 Challenges für euch vorbereitet. Zum einen das Zimmerduell, zum anderen müsst ihr ein Kartenhaus bauen und die 3. Challenge heißt, wer hat mehr? Also es sind, wer hat mehr Fragen? Und wer von euch eben diese 3 Challenges gewinnt oder die meisten Challenges, der hat dann eben heute auch gewonnen. Okay. Genau. Also ich würde sagen, wir können direkt mal anfangen. Ich dachte, wir spielen Tischtennis, aber... Ja, dachte ich auch gerade. Ich habe mich schon gewundert, warum bei dir eine Tischtenniskelle liegt. Und jetzt habe ich eben gesehen, da hinten lag auch eine. Also, schwarz ist unsere Seite, Chris. Mhm. Eintracht Frankfurt. Und rot steht im Prinzip für Trimi, für dich dann. Ja. Ich will ja nichts sagen, ne? Aber guck dir diese Kelle kurz an. Ah, nee, da ist die Kamera. Schwarz steht für uns, ne? Gutes Zeichen auf jeden Fall. Okay, seid ihr bereit? Ja, natürlich. Gut. Erste Frage. Wer hat mehr Bundesligaspiele von euch? Du bist so beeinflussbar, ne? Nur weil ich es dir gesagt habe, auf einmal nimmst du rot. Nein. Okay. Also die Auflösung wäre ja, Trimi hat mehr Bundesligaspiele mit 70 Einsätzen. Wie viel habe ich? Du hast... Zu wenige. 54 oder 56. Ja, irgendwie sowas, 56, glaube ich. Wer von euch hat mehr Bundesliga-Tore? Wunschdenken. Auflösung ist, Trimi hat auch mehr Tore. Ich weiß. Du hast nur im DFB-Pokal 1 Tor geschossen. Wer von euch würde eher in der Wildnis überleben? Boah. Alter, jetzt bin ich gespannt. Alter, ich komme vom Land, du bist in Berlin aufgewachsen, du überlebst keine 3 Stunden in der Wildnis. Nach 2 Stunden hast du Hunger, isst irgendeinen Pilz und bist... Ciao. Über Pilze will ich lieber nicht reden. Ne? Ja, okay. Ja gut, du bist Veganer. Also die Anekdote müsstest du jetzt eigentlich mal erzählen. Ja, der Trimi dachte mal, er kann sich verstecken und wollte auf einer Wiese ohne Gebüsche einen Pilz nachmachen. Blödsinn. Aber das Ding war, jeder hat ihn trotzdem gesehen. Glaubt in solche Geschichten nicht, das stimmt nicht. Ah. Wer von euch beiden ist modischer? Ja, ich sag, Trimis Frau ist schon weit vorne. Ja, ich wollte gerade sagen, mit Berater ja, deswegen, oder ohne... Mit oder ohne Berater? Okay, wer von euch beiden ist pünktlicher? Boah, beide sehr. Aber dann nehme ich mich. Ja, da muss ich dir, den muss ich dir geben. Du bist nämlich überpünktlich. Ja, das stimmt. Wer von euch beiden würde eher an einer Castingshow teilnehmen? Also ich auf gar keinen Fall, deswegen nehme ich dich. Ich schon. Dann ist das ja geklärt. Kommt drauf an, was, aber nicht. Also für alles würde ich nicht mitmachen. Ich glaube schon. Wenn das Geld stimmt, ne? Okay, und wer braucht nach dem Training länger, um sich fertig zu machen? Ich. Einstand auf jeden Fall. Bin auch auf jeden Fall länger da als ja, du. Das natürlich. Wer von euch beiden glaubt ihr denn postet mehr auf Instagram? Ich glaube, das bist auch du. Ja. Wer von euch schläft länger an einem freien Tag? Ja, ich. Das ist auch Einstand auf jeden Fall. Ich muss mit dem Hund raus um 6. Ja, wollte ich gerade sagen, der hat einen Hund, der muss morgens raus. Okay. Und zuletzt noch die Frage, wen von euch trifft man am ehesten im Museum an? Oh, mittlerweile glaube ich beide, aber da würde ich sagen eher Trimi. Trimi war ja vor mir im Museum. Auch deutlich in Einstand. Die Fragen galten jetzt mehr oder weniger zum Einstieg für euch. Okay. Bevor wir zur nächsten Challenge kommen, das wäre nämlich das Kartenhaus zu bauen. Bei mir scheitert schon beim Öffnen. Da sind wir so gut und ist schon geöffnet für mich. So, seid ihr bereit? Habt ihr beide Karten in der Hand? Ja. 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 Also ihr müsst ein Kartenhaus bauen mit 3 Ebenen. Das heißt, es müsste im Prinzip am Ende
so aussehen. Ja. Ja. Und ihr habt 2 Minuten Zeit dafür. 2 Minuten haben wir Zeit dafür. Ach so, geht schon los. Nein, noch nicht. Trimi legt die Karten nochmal runter. Ja. Entschuldigung. Super. Alles gut. Und ich werde einen Timer einstellen. Ich zähle bis 3 runter und dann dürft ihr anfangen, okay? Ja. Okay, 3, 2, 1 und go. Hätten wir das nicht mit Bierdeckeln machen können? Nee, wir wollten es ja ein bisschen schwer für euch machen. Ja, wollte ich gerade sagen, mit Bierdeckeln können wir das. Also das Problem ist, die sind ganz neu, die Karten, ne? Kann ich auch pusten? Kommt das an? Nee, ne? Also wer von euch beiden am Ende dann mehr Dreiecke stehen hat, der hat im Prinzip diese Challenge dann gewonnen. Mann. Ich bin gerade so verwirrt, ich sehe gar nichts mehr. So. So, ihr habt noch 10 Sekunden. Kannst du runterzählen? 1. Fertig. Okay, fertig, alle Hände weg. Oh, hast gewonnen. Aber du hattest doch schon 2. Ja, aber die fallen immer um. Die sind so rutschig, die Karten. Ja, deswegen habe ich diesen Schläger jetzt Untergrund genommen gerade. Clever, clever. Okay, das heißt, ein Punkt geht schon mal an dich, Chris. Danke. Dann kommen wir jetzt zur nächsten Challenge. Und zwar, wer hat mehr? In diesem Fall stelle ich euch Fragen und ihr dürft raten, wer mehr hat. Okay. Trimi, bist du bereit? Ja. Ich würde sagen, ihr nehmt die Kelle mal in die Hand, beziehungsweise den Tischtennisschläger. Am besten die Kelle direkt nach oben halten und ich nehme euch dann wie in der Schule im Prinzip dran. Wer hat mehr Tage im Amt? Angela Merkel oder Helmut Kohl? Trimi? Ich sag Angela Merkel. Falsch. Es ist tatsächlich Helmut Kohl mit 5870 Tagen. Angela Merkel hat Stand heute 5839 Tage. Nicht schlecht. Genau, der Punkt geht in dem Fall erstmal an dich, Chris. Wer hat mehr Filme gedreht? Matthias Schweighöfer oder Till Schweiger? Chris? Till Schweiger. Richtig. Till Schweiger hat 80 Filme, Matthias Schweighöfer 75. Zum Glück. Wer hat mehr YouTube-Videos? Eintracht Frankfurt oder Union Berlin? Chris? Ich sag Eintracht Frankfurt. Richtig? Ja. Haben wir überhaupt YouTube-Videos bei Union gehabt? Ich bin auf YouTube gar nicht unterwegs. Von dem her kann ich da wirklich nichts dazu sagen. Wer hat mehr Zähne? Ein Hai oder ein Tiger? Ich sage jetzt auf Verdacht einfach mal den Hai. Ja, richtig. Der Hai hat bis zu 30.000 Zähne im Leben. Ja, okay. Und ein Tiger nur 30. Ja, im Leben. 30.000 Zähne. Was hat mehr Zucker? Fanta oder Cola? Chris? Cola. Richtig. Cola 53 Gramm Zucker, Fanta 51,5 Gramm. Wer hat denn mehr Tore auf Vereinsebene? Ronaldo oder Messi? Ich sag Messi. Hätte ich das auch gesagt. Okay, du warst zuerst mit Messi. Und es stimmt tatsächlich, Messi hat 522 Tore und Ronaldo in dem Fall nur 477. Ja, muss ich sagen, ist schwach von ihm. Sehr schwach. Wer hat mehr Mitglieder? Union Berlin oder Eintracht Frankfurt? Chris? Eintracht Frankfurt, glaube ich. Richtig. Eintracht Frankfurt hat mittlerweile an die 95.000 Mitglieder und Union Berlin 40.000. Und wer hat mehr Mitglieder in Berlin? Blau oder Rot? Die Regie hat gesagt, wir sind vorne. Wir sind eh vorne, egal was die sagen. Wer hat mehr Einwohner, Österreich oder Bayern? Hä? Ich sag Österreich. Bitte Österreich. Hast du Bayern gesagt? Ja, Bayern. Bayern. Ich sage Österreich. Nee, falsch. Echt? Aber ich war Erster. Ich habe zuerst falsch gesagt. Ja, du gesagt. Hast zuerst Scheiße. Falsch gesagt. Deswegen geht in dem Fall der Punkt an dich, Trimi. Ja. Tatsächlich Bayern. Ist es so, dass Bayern 13 Millionen Einwohner hat und Österreich nur 8 Millionen. Ich dachte, Bayern hat nur Landschaft. Ja. Haben ja auch ein paar Großstädte. München, Nürnberg. Ja, es denkt immer jeder an München. Nürnberg, Würzburg sind für einen Berliner keine Großstädte. Gut. Die zählen nicht. Also sorry. Gut, das ist ein fairer Punkt. Okay, und die letzte Frage wäre, wer hat mehr Gift? Hornissen oder Wespen? Hornissen oder Wespen? Ich will nicht antworten. Willst du oder? Ich habe keine Ahnung. Nee, keine Ahnung.
keine Ahnung, beide, mehr Gift haben Wespen. Also Hornissen haben tatsächlich nicht ganz so viel Gift wie die Wespen. Ich hätte 100% Hornissen gesagt, deswegen. Weil sie größer ist, gell? Okay, das wäre ein Einstand gewesen, aber Chris, du hast dieses Duell mit 6-2 gewonnen. Dementsprechend herzlichen Glückwunsch an dieser Stelle. Was glaubt ihr denn, wie unser Aufeinandertreffen ausgeht? Ich glaube, dass wir uns die Punkte teilen und unentschieden spielen. Nein, Junge, was für Teilen? Guck mal, wie viele ihr habt. Gib doch mal was ab. Du kennst es ja, auswärts einen Punkt, zu Hause gewinnen ist immer die beste Formel. Das stimmt. Klappt bei uns noch nicht ganz, aber... Okay, komm. Ja, uns hat auch die Bayern haben uns auch geschlagen zu Hause. Ja, die konnten nichts, die haben wir geschlagen. Waren die einzigen, glaube ich, fast. Naja. Ich hoffe, dass wir 2-1 gewinnen. Ja, hoffen tue ich auch was anderes. Du sollst ehrlich sagen, was du glaubst. Ich sage, dass wir 2-1 gewinnen. Ja, okay. So, Chef. Chef. Wir sind fertig mit der Challenge zwischen Union Berlin und Eintracht Frankfurt. Chris hat die Punkte hier in Frankfurt sehr gut verteidigt. Danke dafür. Und bitte. Euch beiden auf jeden Fall noch einen angenehmen guten Tag und viel Erfolg für eure Spiele. Dankeschön. Danke. Danke.